schönes Pferd. Was ist damit? Es ist gestohlen worden aus einem Reitclub am Tegernsee. So, war da nicht schon mal so eine Geschichte? Ja, vor dreiviertel Jahren. Drei Pferde, alle am helllichten Tag. Und zwar immer montags. Ach was? Ja, montags bleiben die Pferde im Stall. Irgendwie muss dann die Gelegenheit besonders günstig sein. Und was ist damals draus geworden? Nichts, die Pferde sind nach wie vor verschwunden. Ach, Fröschel, Sie haben sich doch damals mit unseren Kollegen in Tegernsee darüber unterhalten. Ja, ja, aber das hat alles nichts genützt. Die haben damals alles verhört, was zwei Beine gehabt hat. Die Casino-Wirtin, die Pferdepfleger, sämtliche Mitglieder vom Reitclub, aber nichts zu wollen. Schade, dass man die Vierbeinigen nicht fragen kann. Haben Sie die Vernehmungsprotokolle? Ja, die habe ich Ihnen an den Schreibtisch hingelegt. Und die Ortspolizei hat sonst nichts unternommen? Schon, die haben einen Posten aufgestellt, jeden Montag in der Nähe der Stallungen. Aber seit der Zeit war ein Dreivierteljahr Ruhe. Man wird eben am nächsten Montag wieder einen Posten aufstellen müssen. Und das geht dann so weiter bis in alle Ewigkeit. Nein, nein, Steiner, da muss irgendwas geschehen. Sagen Sie mal, wäre das nichts für unseren ZBV, für den Wanninger? Was treibt denn der zurzeit eigentlich? Na ja, er erholt sich von seinem letzten Fall. Dann sagen Sie ihm einen schönen Gruß, er kann sich auch am Tegernsee erholen. Der Mann da am Schloss? Ein Kurgast aus Bad Wiese. Was heutzutage alles reiten lernt. Kennen Sie ihn? Er hat sich bei mir zum Unterricht angemeldet. Warum fragen Sie? Nach allem, was passiert ist, müssen wir doch Fremden gegenüber etwas vorsichtig sein. Oh, macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Aber wir können ihm ja mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Abteilung! Halten! Ganze Zeit! Die Reitstunde ist zu Ende. Kommen Sie. Na, Wanninger? Wie ist gegangen? Ja. Na ja, so, so. Darf ich Sie mit Herrn Schultenfels bekannt machen? Guten Tag. Grüß Gott. War das heute Ihre erste Reitstunde? Hat man das nicht gemerkt? Doch, ja. Sollten wir die erste Stunde nicht begießen? Ja, wenn es darum geht, bin ich immer dabei. Also, wenn ich bloß wüsste, warum der Gaul nicht nach links geht, wenn ich am linken Strick ziehe. Am Zügel, Herr Wanninger, am linken Zügel. Und ziehen dürfen Sie schon gar nicht. Nur die linke Hand leicht einschrauben. Und rechts nachgehen, aber nicht zu viel. Immer den Zügel anstehen lassen. Das Gewicht nach links verlagern, den linken Steigbügel austreten. Aber nicht in der Hüfte einknicken. Ja, und den rechten Unterschenkel eine Hand weit zurücknehmen. Aha, aber sonst brauche ich nichts mehr tun. Ja. Üben, üben, üben. Guten Tag, ich heiße Schönwein. Grüß Gott. Das ist Herr Wanninger. Wir sehen uns später, hab schon gehört. Einer unserer besten Dressurreiter, etwas exaltiert, aber sehr nett. Aber schönes Ross hat er. Ja, die Übung ist schon sein elftes. Ja, weiß der Teufel, wo er das Geld dazu hernimmt. Ist ja schließlich nur Angestellter. Das kann ja nicht jeder Vermögen sein, Herr Schultenfels. Aber Sie täuschen sich, Herr Piermann. Ich kann mir jedenfalls nicht alle paar Monate ein neues Pferd leisten. Ich habe gehört, er spekuliert. Ich finde es einfach grässlich. Man hängt doch an seinem Tier, man tauscht es nicht um wie ein altes Auto. Kennen Sie Herrn Wanninger? Noch nicht. Grüß Gott. Und das ist unsere Pferdinnerin, Fräulein Holthus. Sie hält nicht viel von uns Menschen, dafür umso mehr von den Tieren. Na, setzen wir uns doch. Frau Kannegießer, eine Runde Schnaps. Ja. Ah, das ist gewiss unser neuer Reitersmann. Herzlich willkommen, Herr Wanninger. Mein Name ist Schlosser, sehr angenehm. Grüß Gott. Sie sollen ja schon ganz manierlich geritten sein. Gratuliere. Okay. Sie kommen aus München, habe ich gehört. Sind in Wiese zur Kur. Ui, Sie haben ja ganze Menge über mich gehört. Ja, unser Club ist klein, die Wände am Ohren. Und von unserer lieben Frau Kannegießer ist kein Geheimnis sicher. Was Sie wieder daherreden, Herr Schlosser, kein Geheimnis sicher. Wenn vor mir kein Geheimnis sicher wäre, dann gäbe es bei uns keine Diebstähle im Club. Das können Sie mir glauben. Sehr zum Wohl. Manchmal glaube ich, dass ihr die Diebstähle mehr zu Herzen gehen als uns. Als dann, Herr Wanninger. Ich hoffe, dass Sie sich wohlfühlen werden bei uns, in unserer kleinen harmonischen Gemeinschaft.
Ein reiter Prost auf unseren neuen Clubfreund, Herrn Wanninger. Prost. Ich kann immer nur sagen, üben, üben, üben. Prost. Prost. Wenn ich an meine erste Reitstunde denke, grausam, sage ich Ihnen, grausam. Durchgerüttelt hat es mich wie so ein Rollmops auf einem Schüttelrost. Aber letztes Jahr habe ich dann schon die Hubertusjagd mitgeritten. Eine Tierquälerei, wenn Sie mich fragen. Man hält's doch ein Tier nicht über die Jagdstrecke, wenn man nicht reiten kann. Wie ist es überhaupt, Herr Schlosser? Haben Sie schon ein neues Pferd in Aussicht? Wissen Sie, vielleicht findet man ja doch eine Spur von dem Sultan. Nun wäre das doch rausgeschmissenes Geld. Ach, Ihnen wurde das Pferd gestohlen? Ja, schon das zweite Mal, als ob der Kerl das auf mich abgesehen hätte. Sind Sie wenigstens versichert? Ja, schon, 12.000 aber. Seien Sie doch froh, dass Sie Ihr Streit draus los sind. Ein internationales Esspferd ist doch nichts für einen Anfänger. Naja, zugegeben, etwas schwierig war er ja. Nicht das Pferd war schwierig, Herr Schlosser. Sie waren schwierig. Was soll das arme Tier denn tun? Wird im Maul gerissen, kriegt die Gerte, kriegt die Sporen. Weiß nicht warum. Wenn Sie Reiten unbedingt für notwendig halten, warum versuchen Sie es nicht mal mit einem guten Schulpferd? Ich finde das gar nicht komisch. Herr Schultenfels hat ganz recht. Anfängern müsste gesetzlich verboten werden, kostbare Pferde zu Schanden zu reiten. Man kann nur hoffen, dass der Sultan jetzt in besseren Händen ist. Eine kleine harmonische Gemeinschaft. Bei der Holthus ist wieder die Liebe zur Kreatur ausgebrochen. Kaufen Sie sich nie wieder ein Klassepferd. Die bringt es fertig und stiehlt es Ihnen unter dem Sattel weg, nur damit das arme Tierchen nicht zu leiden hat. Im Ernst, Schlosser, kassieren Sie die Versicherungssumme und kaufen Sie sich für 3.000 ein gediegenes Gebrauchspferd. Da haben Sie 8.000 verdient. Ein besseres Geschäft können Sie gar nicht machen. Ja, haben Sie denn das damals bezahlt, als Sie das Pferd kauften? Was? Na ja, die 12.000 Mark. Da kennen Sie unseren lieben Herrn Schlosser schlecht. Der hat so lange gewartet, bis es dem Händler unter den Fingern brannte und dann hat ihn den Sultan für 5,5 abgeknöpft. Ein ganz gutes Geschäft. So sehen, dass man seinen Schäfchen ins Trockene bekommt. Wie man? Ich mein gar nichts. Aber ich muss jetzt gehen. Ich muss schauen, wie man das Reiten bekommen ist. Also servus dabei. Gut, wie man sieht. Der lernt's trotz allem. Links eindrehen. Und rechts den kleinen Finger heben. Kann ich bitte an Herrn Wanninger sprechen? Ja, geht's ja gerade. Du bist ja jetzt am Sultan. Dankeschön. Ist gut, Herr Wanninger. Ja, grüß dich, Frösel. Das ist aber nett, dass du mich mal besuchst. Übrigens, ich danke dir schön, dass du mir die Reithosen und die Stiefel besorgt hast. Oh, das war vielleicht gar nicht so einfach bei dir, Gress. Das glaube ich schon. Komm, setz dich nieder. Dankeschön. Und Sie? Sitzen Sie noch nicht? Oh, nein. Auwe. Das kreuzt wieder, hä? Nein, diesmal sitzt es ein bisschen tiefer. Einen saumäßigen Muskelkater habe ich. Ja, wie das? Geritten bin ich halt. Aha. Haben Sie übrigens schon was rausgekriegt über den Dieb? Gestohlen hat er. Und das Wichtigste, Frösel, man darf in der Hüfte nicht einknicken, weil man sonst nämlich das Gewicht auf die falsche Seite verlagert. Über was Sie sich alles Sorgen machen? Sultan hat er geheißen. Ja? Für 12.000 Mark war er versichert. Und 5,5 hat er gekostet. Ich hab mit den Tegernsee einen Kollegen gesprochen. Der muss unbändig gut Bescheid gewusst haben. Ein Dreivierteljahr lang haben sie Posten aufgestellt. Und wenn die Posten weg waren, dann hat er sich einen Sultan geholt. Du, Frösel, so ein Pferd kann sich doch nicht ganz einfach in nichts auflesen. Nein, nein. Also muss man umtaufen oder andere Papiere geben und dann verkaufen eben. Irgendwo, wo es keiner kennt. Nein, nein, das meine ich nicht, aber man steckt doch so ein Viech nicht in die Taschen und tragt es fort. Nein, da braucht man schon einen Transportwagen. Eben. Aber mit dem kann man nicht beim Stall vorfahren, das würde auffallen. Nein, nein, der reitet das Pferd aus dem Stall irgendwo hin, wo er den Transportwagen versteckt hat. Aber wo kann das sein? Ich würde eher fragen, wer kann das sein? So. Ja, also dann servus, mein Lieber. Ich hab noch was zu tun. Ja, und ich? Ja, du bestellst da was auf meine Rechnung. Bin gleich wieder da. Ja, aber was soll ich denn dem Steiner sagen, wenn ich jetzt dann telefoniere? Pass auf, sag's ihm. Ja? Ist mir wurscht. Mir da. Na, ist der gestrige Tag gut gekommen? Danke. Sagen Sie mal, ist das nicht Ihr Pferd? Das war mein Pferd. Ich hab's verkauft. So, warum denn? Das hat mir nicht mehr gefallen. Ah, wollen Sie wieder reiten? Nein, ich täte mir ganz gerne mal den Stall ein bisschen anschauen, wenn es erlaubt ist. Ja, selbstverständlich ist das erlaubt. Kommen Sie, ich führe Sie gern rum. Danke. Ja,
Das hier, als es in die Boxen für die Privatpferde, die Clubpferde, stehen drüben im Wanderstall. Grüß Gott, Herr Schultenfels. Guten Tag. Ach, Firma Markus, ich wollte Sie gestern schon fragen, soll ich die Polizei bitten, Montag wieder einen Posten aufzustellen? Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Der Dieb ist ja nur am allerbesten Pferdematerial interessiert. Nachdem Schönweizpferd weg ist, haben wir kein Klassepferd mehr im Stall. Ja. Also ich frage mich bloß, wie sowas möglich ist, am helllichten Tag. Und theoretisch ist das sehr einfach. Am Montag ist kein Reitbetrieb, quasi nur Sonntag für die Pferde. Ja, ich meine, das ist nicht besonders auffallend, wenn sich einer hier im Stall zu schaffen hat. Da ist ja kaum jemand da, dem es auffallen könnte. Von den Pferdepflegern hat nur einer Dienst. Ach so. Ja, und der kann natürlich nicht auf sämtliche Stellen zugleich aufpassen. Darf ich über Zucker geben? Ja, ich habe mir nämlich ein paar Stücke organisiert in der Pension, danke hier. Und außer dem Pferdepfleger war keiner hier. Doch, ein paar Privatpferdebesitzer, die dürfen nämlich auch montags reiten, vorausgesetzt sie satteln und sagen ihre Pferde selbst. Ja, aber dann musste doch der Dieb damit rechnen, dass von irgendjemand gesehen wird. Ja, darüber haben wir lange nachgedacht. Eine schreckliche Zeit war das. Einer misstraute dem anderen. Jeder hat geglaubt, es könnte nur einer aus dem Club sein. Ach nein. Aber dann kam Schultenfels auf die Idee, eine Stallwache aufzustellen. Jedes Clubmitglied hatte einen Montag Dienst. Und Sie dachten, wenn trotzdem wieder ein Pferd wegkommt, dann ist es der, der die Wache hat. Ja. Schön blöd müsst ihr sehen. Na? Na, was ist mit dem? Was hat denn der? Der frisst hier nur sein Gnadenbrot, ist für den Reitbetrieb untauglich. Er hat den Dummkoller. Was hat er? Eine Art Geisteskrankheit. Flüssig dreht er durch und rennt mit voller Wucht gegen einen Baum oder gegen eine Mauer. Ja, gibt's sowas? Es gibt noch viel mehr. Schattenspringer zum Beispiel. Das sind Pferde, die den Schatten eines Baumes oder einer Telegrafenstange für ein Hindernis halten. Na und? Naja, stellen Sie sich vor, Sie traben friedlich einen Weg entlang. Plötzlich macht das Tier einen mächtigen Satz, weil es den Schatten einer Telegrafenstange für ein Hindernis hält. Ja, das kann den besten Reiter aus dem Sattel haben. Ja, und mich erst. Oh, ich danke schön. Sagen Sie mal, Herr Biermann, wer hat denn eigentlich an dem Montag Wache gehabt, wo Sie den Sultan rausgeholt haben? Niemand, das ist es ja. Nachdem Dreivierteljahr nichts passiert ist, dachte ich, ich könnte auf die Stallwache verzichten. Ah. Akkurat an dem Montag, wo die Polizei den Posten abzogen hat. Ja, das wusste ich ja nicht. Na, also jedenfalls, ich danke Ihnen schön, dass Sie mich ein bisschen rumgeführt haben. Das war sehr interessant. Zunächst so danke. Trinken wir noch Bier miteinander? Also bei einem Bier sage ich niemals nein. Dieser Wanninger. Was tut er in Bad Wiese? Er macht Urlaub auf Staatskosten. Ja, Sie wissen doch, Herr Oberinspektor, der Herr Wanninger hat so seine eigenen Methoden. Er nimmt Reitunterricht. Er soll Spuren sichern, Informationen einholen. Stattdessen säuft er mit diesem Reitervolk. Na, der soll kommen und mir seine Spesenrechnung vorlegen. Ja, also wenn Sie mich fragen, die Glaube ist gesalzen. Naja, ich sehe schon, dass ich mich selbst drum kümmern muss. Haben Sie die Liste für die Pferdehändler? Ja, die habe ich da. Gut. Hier haben Sie ein Bild von diesem Sultan. Fahren Sie hinaus und fragen alle Leute, ob Sie das Pferd gesehen haben. Ja, ja, das heißt, das sind aber insgesamt 22 Händler, die wo da in Frage kommen. Na dann mal ran an den Speck. Ein Haufen Arbeit. Ja, hier Steiner. Ach, Sie sind's, Wanninger. Was gibt's Neues? Nichts. Ja, der ist bei mir. Moment. Fröschl, ist gerade Herr Wanninger? Nein, das kann ich leider nicht. Ich muss morgen alle Pferdehändler abklappen. 22 Stück sind's. Was? Du, Fröschl, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Pass auf, bei der Gelegenheit kannst du mir gleich einen Gefallen tun. Ein stolzes Ross. Soll ein Esspferd sein. Na, das schaue ich mir mal an. Ich werde mal dem Händler guten Tag sagen. Guten Tag. Mein Name ist Pier Marakus. Ah ja, wir haben miteinander telefoniert, gell? Wanninger. Angenehm. Die Stute geht ja wie eine Göttin. Ja,
Ja, das ist auch unser bestes Pferd, die Flora. Hoch veranlagt. Wenn man die Flora so anschaut, dann kriegt man direkt Lust. Lust? Worauf? Ja, sich auch so ein Pferdl zu kaufen. Sind Sie noch zu reiten, Warninger? Wollen Sie sich etwa das Pferd kaufen? Ja, warum denn nicht? Der Reitlehrer hat gesagt, ich bin sehr begabt, hoch veranlagt, hat er gesagt. Sie? Ja? Ist das Pferdl zu kaufen? Freilich, das ist doch unser Geschäft. Was soll es denn kosten? 16.000. Ui. Na ja, das ist aber auch wert. Nein. Kein Pferd ist so viel wert, wie ein Händler sagt. Etwas stimmt nicht mit der Stute. Schauen Sie sich mal das Auge an. Der Fuchs, dem die Trauben zu hoch hängen. Also, ich biete 10.000, das ist eine schöne runde Summe, bar auf die Hand. Ist doch nicht Ihr Ernst, Herr Schlosser. Soll denn die Tierquälerei wieder losgehen? So denn? Ich will doch sowieso ein neues Pferd. Und die Flora gefällt mir. Da sieht man doch gleich, was man hat. Also, 12.000, das ist mein letztes Gebot. Ich biete 14.000. Hör sich einer diese Sonntagsreiter an. Sitzen im Sattel wie ein Vanillepudding, aber ein Esspferd muss es sein. Kaum 4 Stunden in der Bahn und schon glauben Sie, Sie seien Turnierreiter. 6 Stunden, Herr Schönweid. Also, überlegen Sie sich nur 14.000. Wenn Sie das zulassen, Herr Piermann-Rakus, trete ich aus dem Clubhaus. Oh la la. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Sie so ein Pferdl wie die Flora mal ausreiten wollen. So. Sie haben alle gelernt in der Reitschule. Ich muss schon sagen, so kann ja jeder reiten. Also red nicht von Sachen, die du nicht verstehst, Fröschl. Hilf mir lieber runter. Das Reiten ist sehr gesund fürs Kreuz. Aber das Runterfallen weniger. Sagen Sie mal, was wollen wir denn da heraus? Schau, Fröschl, der Dieb muss unbedingt einer von den Privatpferdebesitzern sein. Denn nur so einer geht doch kein Risiko ein. Wieso denn? Ja, logisch. Weil der auch am Montag ausreiten kann. Ne? Der kommt zum Stall und tut so, als ob er reiten will. Ja? Und wenn ihn dann einer sieht, dann sattelt er sein eigenes Pferd und reitet los. Wenn aber keiner sieht, dann schnappt er sich ein Fremdes und haut ab. Na, so kommt er auch nicht zum Ziel. Sag mal, was suchen Sie denn? Ein Fleckerl, wo man so einen Pferdetransportwagen abstellen könnte. Das muss von der Straße aus zugänglich sein, aber trotzdem versteckt liegen. Da? Da hinten wäre doch so ein Platzerl. Ja, eben. Fröschl, 4 Reitwege führen vom Club weg. Ja, die anderen 3 haben wir schon angeschaut. Und bei jedem ist irgendwo so eine Stelle, wo ein Auto versteckt sein könnte. Verstehst du, was ich meine? Na. So, dann lassen wir den Ziegel los. Ja. Hey, Flora, bleib da! Na, lass sie doch laufen. Warum? Ja, ich möchte sehen, wo sie hinläuft. Aha, zum Stall. Jetzt kannst du es einfangen, Fröschl. Wie? Mhm. Flora! Hey! Flora! Na, hoffentlich haben Sie einen schönen Sonntag gehabt, Herr U-Inspektor. Na, das Wetter war ja ausgezeichnet. Ja, ich bin heute schon ausgeritten. Wunderbar, sage ich Ihnen. Aber bis aufs Reiten haben Sie hier nicht viel ausgerichtet, was? Ja, mei. Also werden wir unsere Tegernseher-Kollegen bitten, den Posten morgen wieder aufziehen zu lassen. Hören Sie, Herr Steiner, die Erfahrung zeigt doch, dass der Dieb eine ganz sichere Informationsquelle hat. Ja, eben. Und da sollten Sie einhaken. Die Aktionen waren doch streng geheim. Also, Herr Steiner, wenn sich das Wetter hält, wenn es schön bleibt und sonnig, dann tun Sie mir doch bitte schön einen Gefallen. Lass uns den Posten weg. Hier Reitclub am Tegernsee. Sie, es ist schon wieder ein Pferd weg. Ja, gut. Danke. Schnell, du musst doch den Piermann Rakus anrufen.
Unser bestes Ross. Ja, weit kann er nicht sein. Los, Gerhard, sei schnell ein Pferd. Ich halte hinterher. Ja, wo willst du denn hinreiten, wenn ich fragen darf? Der kann da lang geritten sein, kann da lang geritten sein. Wir müssen es eben auf gut Glück versuchen. Warten Sie ein bisschen, da brauchen Sie kein Glück. Also, Wanninger, jetzt verstehe ich Sie wirklich nicht mehr. Das macht nichts. Schauen Sie, wer da kommt. Die Stute Flora. Was ist denn das? Ja, das brave Viechel hat den Reiter abgeworfen. Jetzt wissen Sie, welchen Weg Sie reiten müssen. Den da. Geben Sie mir Ihr Pferd. Ja, aber ich komme mit. Nehmen die Flora. Ja, da sind Sie aber vorsichtig. Die Flora ist ein Schafsprünger. Sie, Wanninger? Inspektor Wanninger, Kriminalpolizei. Was wollen Sie von mir? Nur einen Pferdedieb festnehmen. Die Stute Flora hat mir gezeigt, wo ich ihn finden kann. Ihr Pech, dass die Flora ein Schattenspringer ist und auch Pferdediebe abschmeißt. Ja, aber ich wollte doch nur mit der Flora... Okay, geben Sie es auf, Schuldenfels, steig's ein. Oder wollen Sie lieber den Polizeiwagen, der davon wartet? Da! Gehabt, dass Wanninger Polizeibeamter ist. Ich hab schon gewusst, aber gesagt habe ich es keinem. Was? Woher denn? Na ja, er hat doch telefoniert. So. Zu spät. Wir haben ihn zwar noch gesehen, aber dann ist er mit dem Auto durchgebrannt. Zu Wanninger hat mir ausdrücklich versichert, dass nichts schief gehen kann. Ich möchte bloß wissen, wo er jetzt wieder steckt. Ja. Kommen Sie schon. Ja, Herr Schlosser, jetzt werden Sie sich wahrscheinlich nach einem anderen Pferd umschauen müssen. Die Flora ist nämlich nicht zu verkaufen. Die haben wir nur ausgeliehen. Sie machen mir Freude. Und dann verlangen Sie 16.000. Aber okay, das war doch nur Spaß. Das haben wir doch nur gemacht, damit der Gauner glaubt, es steht wieder ein teures Pferd im Stall. Das sich zum Stehlen lohnt. Und Sie haben es ja gesehen, er ist ja auf den Leim gegangen. Ja, beim ersten Schatten hat ihn die Flora abgeworfen. Haben Sie eigentlich schon vorher gewusst, dass es Schuldenfels war? Nein. Aber ich habe mir's gedacht. Es hat zwar fast jeder im Club gewusst, wann da ein Polizeiposten aufzieht, aber der Einzige, der es ganz genau gewusst hat, das war er. Gell? Er hat sich auch immer bei der Polizei erkundigt. Sie können ruhig einschenken, Frau Kammergesell. Das stimmt doch, oder? Man hört halt, wenn jemand telefoniert. Was denn, Wanninger, Sekt? Keine Angst, Herr Steiner. Es geht nicht auf Spesenrechnung. So. Das ist ganz privat. Ja. Wissen Sie, das ist hier so üblich, dass man den Einstand mit Sekt begießt. Einstand? Was denn, Wanninger? Wollen Sie etwa dem Reitclub beitreten? Ich bin schon drin. So. Ja. Und übrigens, Ihnen das auch nicht schaden. Sie, Reiten ist der beste Ausgleichssport, den es gibt. Also, mein Kreuzweh ist wie weggeblasen. Prost. Reiter trinken links. Oh, Verzeihung. Prost. 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 Prost.